Der Geschäftsführer des oberösterreichischen Zivilschutzes, Josef Lindner, der bringt ein Wort aufs Tableau, das momentan wir in Österreich wohl gar nicht brauchen könnten, auch ob der aktuellen Situation, die in Wien vorherrscht. Er spricht davon, dass es in den nächsten 5 Jahren zu einem Blackout kommen wird, und zwar in ganz Europa. Mehrere Staaten wären nicht nur davon betroffen, sondern der Blackout würde bis zu 14 Tage lang andauern, so Lindner. Er beruft sich dabei auf angebliche Informationen des Bundesheeres. Für Lindner sind mehrere Faktoren damit in Zusammenhang stehend. Zum einen, dass es eine Dauerbelastung gibt des Stromnetzes. Das hat ja bereits in der Vergangenheit peripher immer wieder auch für Ausfälle gesorgt. Zum zweiten könnten aber auch Naturkatastrophen hier hineinspielen, beispielsweise Überflutungen, auch Schneemassen, die hier das Stromnetz massiv belasten könnten. Und ein weiterer Punkt, der hier noch dazu kommt, wäre, wenn große Kraftwerke plötzlich abgestellt werden müssen und die Energie dann schlichtweg nicht mehr vorhanden ist. Die Österreicherinnen und Österreicher, die sind für ein Blackout-Szenario eigentlich nicht wirklich vorbereitet. Lediglich 16% haben bereits Vorkehrungen getroffen, haben Nahrung auch, die länger hält, haben Trinkwasservorräte angelegt und dergleichen. Es bleibt zu hoffen, dass ein Blackout tatsächlich nicht eintreten wird, aber geht es nach Lindner, haben wir lediglich 5 Jahre Zeit, bevor die Lichter dann ausgehen.